Hallo und herzlich willkommen auf Eurelda.de. Schauen wir uns nun eine Aufgabe zur Fibonacci-Folge an, die wir mit vollständigen Induktionen lösen wollen. Nämlich gerade das fn plus 1, also das n plus 1 der Folgenglied, mal fn minus 1 minus fn ins Quadrat, gerade minus 1 hoch n ergeben. Nun, dieses minus 1 hoch n sieht von Anfang an sperrig aus. Das wird uns auch bei der Beweisführung etwas Schwierigkeiten bereiten, aber nichtsdestotrotz werden wir hier auch zu einer Lösung kommen. Gehen wir aber der Reihe nach vor. Induktionsanfang, n gleich 1. Das heißt, wir müssen hier überall für n 1 einsetzen. Das heißt, fn plus 1 ist gerade f1 plus 1 ist f2 mal fn minus 1 ist f0 minus f1 ins Quadrat. So, was steht denn da? F2 ist gerade, wenn man hier das zweite anschaut, ist gerade 1 mal f0 ist 0. Also 1 mal 0 minus f1 ins Quadrat ist gerade 1 ins Quadrat. Das heißt, 1 mal 0 ist 0, 0 minus 1 ist minus 1. So, was steht auf der anderen Seite? Minus 1 hoch n, also gerade minus 1 hoch 1. Also stimmt es. Induktionsanfang ist gezeigt. Nächster Schritt ist natürlich wie immer unser Induktionsschritt, nämlich, dass wir erst die Annahme stellen, dass wir es für ein beliebiges, aber festes n schon haben. Dass wir dann nur noch für den nächsten Schritt es zeigen müssen, dass wir dann für jeden Schritt sagen können, es gilt. Also müssen wir erstmal annehmen, dass die Behauptung, wie sie oben steht, fn plus 1 mal fn minus 1 minus fn ins Quadrat gerade minus 1 hoch n ergibt. Damit können wir jetzt nun arbeiten, denn wir wollen ja nur den nächsten Schritt zeigen, der würde dann heißen, fn plus 1, 1 mehr ist fn plus 2. Mal fn minus 1, 1 mehr ist gerade fn, minus fn 1 mehr ist fn plus 1. Und hier minus 1 hoch n wird natürlich zu minus 1 hoch n plus 1. Nun, minus 1 hoch n plus 1 können wir gleich vereinfachen, nämlich minus mal minus 1 hoch n. Benutzen wir hier das Potenzgesetz, minus 1 hoch n mal minus 1 hoch 1. Minus 1 hoch 1 kann man ja gerade als dieses Minuszeichen davor schreiben. Ja, da steht hier minus 1 hoch 1 mal minus 1 hoch n. So, wofür können wir das alles brauchen? Nämlich den ersten Schritt in unserem Beweis. Schreiben wir gerade nochmal die Gleichung hin. Fn plus 2 mal fn minus fn plus 1 ins Quadrat gleich. Und gleich ist ein umgeschriebener minus minus 1 hoch n. Das müssen wir zeigen. Das schreibe ich ein Fragezeichen, nehme ich jetzt gleich darüber. Weil die wollen wir erst zeigen. Nun ist minus 1 hoch n, deswegen habe ich das so umgeschrieben. Können wir nun mit Hilfe des Induktionsannahme verarbeiten, sodass wir dann nur noch diese fn's und fn plus 1 und so weiter da haben. Das heißt, auf der linken Seite bleibt das gleiche erstmal stehen, also fn plus 2 mal fn minus fn plus 1 ins Quadrat. Müssen wir zeigen, das ist gerade minus und nun minus 1 hoch n. Das heißt, das ersetzen wir gerade mit dem, was wir hier stehen haben. Minus, Klammer auf, fn plus 1 mal fn minus 1 minus fn ins Quadrat. So steht es da. Nun, jetzt können wir damit weiterrechnen. Und zwar, wenn wir so das hässliche, langes dastehen haben mit fn plus 2, fn plus 1, fn, fn minus 1, dann ist es sinnvoll, da ein bisschen was zu verkürzen und zu vereinfachen, nämlich gerade diese Extreme, fn plus 2 oder fn minus 1, mit denen wir nicht so gut arbeiten können, dass wir die verschwinden lassen. Und das können wir mit unserer Definition der Fibonacci-Folge tun. Das heißt, fn plus 2 könnte sich ja genauso schreiben lassen als fn plus 1 plus fn. Ja, die letzten beiden Folgenglieder addiert. Das heißt, das können wir immer machen. Das steht dann da, statt fn plus 2 steht dann da fn plus 1 plus fn. Das ersetzen wir hiermit, mal fn minus fn plus 1 ins Quadrat. Und das wollen wir zeigen, dass das gerade gilt. Können wir hier erstmal das Minus verarbeiten, minus fn plus 1. Und hier fn minus 1 können wir ersetzen. Nämlich, wenn wir hier diesen obere Gleichung anschauen, können wir dann gerade minus fn auf die andere Seite bringen. Da steht, wie gerade noch da steht, fn minus 1 grad fn plus 1 minus fn.
ja, einfach das fn auf die andere Seite gebracht. Das heißt, wir können hier statt fn minus 1 schreiben, mal fn plus 1 minus fn. Und dann haben wir hier natürlich noch minus minus fn ins Quadrat, also plus fn ins Quadrat. Ja, hier habe ich zwei Schritte gleich auf einmal verarbeitet. Und jetzt multiplizieren wir das Ganze aus und hoffen, dass das gleiche da steht. Das heißt also fn plus 1 mal fn plus fn mal fn ist fn ins Quadrat minus fn plus 1 ins Quadrat soll gerade sein. Minus fn plus 1 mal fn plus 1 ist gerade minus fn plus 1 ins Quadrat. Minus fn plus 1 mal minus fn ist gerade plus fn mal fn plus 1. Und dann haben wir hier noch plus fn ins Quadrat. Schauen wir, ob das identisch ist. Fn ins Quadrat haben wir gerade hier und hier. Fn plus 1 mal fn haben wir hier und hier. Und fn plus 1 ins Quadrat, also minus fn plus 1 ins Quadrat haben wir hier und hier. Das heißt, wir haben diese Gleichheit gezeigt. Und damit haben wir auch diese Induktion gezeigt und können davon ausgehen, dass diese Behauptung hier oben gilt. Danke.